Menschen suchen Grenzen, auch wenn das Überschreiten lebensgefährlich ist. Der Flughafen Meinerzhagen im Sauerland. Normalerweise passiert hier nicht viel. Diese zwei allerdings wollen heute einen Weltrekord aufstellen. Jürgen Köhler, Spitzname Iron Bone, Eisenknochen, Beruf Stuntfahrer, und Elmar Geulen, alias Mr. Hayabusa. Einen Weltrekord hält das dynamische Duo bereits. Keiner hat jemals einen Inlineskater schneller hinter einem Motorrad hergezogen. Der Rekord? Unglaubliche 281,25 km/h. Manch einer geht zum Entspannen in die Sauna und ich hänge mich einfach beim Elmar mal hinter das Motorrad und fahre mal eben 200 oder 300 km/h. Und komme dabei ins Schwitzen. Und für mich ist das so ein Gefühl der Entspannung. Auch sein Partner Elmar ist ein Grenzgänger. Der 53-Jährige liebt spektakuläre Auftritte. Er hat zum großen Weltrekord Public Viewing geladen und strotzt vor Ehrgeiz. Wenn ich die Kombi anziehe oder aber den Dennis-Schuch zum Aufsetze, dann ist die Welt nur noch hart. Dann will ich mein Ding durchziehen. Der Weltrekord ist skurril. Die Idee dazu in einer Bar geboren. Bei einem Glas Cola mit Eiswürfeln. Mir ist das Glas umgekippt und das ganze Eis ist mir vor die Füße gefallen. Und ich hatte nichts Besseres an diesem Abend zu tun, als mich auf dieses Eis draufzustellen, auf diese Eisklumpen. Und habe mich um meine eigene Achse gedreht. Und mein Freund Dirk Busse sagte dann zu mir: Jürgen, mach dir doch einfach das Eis unter die Füße und lass dich von dem Elmar mit dem Motorrad mal über 200 Sachen ziehen. Jürgen! Eingeflogen! Ist ja klar, es wird ja bald Zeit. Ja, ein bisschen spät dran. Ja, können wir ja mal loslegen. Komm. Auf der 1,2 Kilometer langen Landebahn will Elmar seinen Partner Jürgen hinter dem Bike herziehen. Aber nicht auf Rollen, sondern auf Eis. Die Rollen, die... Wenn die einmal geradeaus laufen, dann laufen die geradeaus. Wenn ich da keinen Schlenker mache, bin ich da in der Linie. Aber das Eis macht auf dem Untergrund des Wassers, was es will. Es ist einfach ein absoluter Höllenritt. Am Ende der Geraden steht eine Lichtschranke. Über zwei Reflektoren und einen Lichtstrahl misst sie die Geschwindigkeit. Fahrer Elmar hat ein klares Ziel. Klare Ansage. Es müssen in unseren Augen über 200 km/h sein. Alles, was drüber ist, ist ein Zubrot, ein Bingo. Und wir schauen mal. Aber die 200 wollen wir auf jeden Fall machen. Um diesen Speed zu erreichen, fährt Elmar ein Bike, dem er seinen Namen verdankt. Die Suzuki Hayabusa. So schnell wie der Namensgeber. Ein Wanderfalke. Elmar hat sein Baby auf 225 PS getuned, Topspeed 340. Speziell für den Rekordversuch waren aber einige Sondermodifikationen nötig. Wir haben das Motorrad um über 50 Kilo leichter gemacht. Wir kommen jetzt auf 208 Kilogramm. Wir haben also Carbonverkleidungen angebaut, spezielle Bremsscheiben, Bremsanlage, alles geändert, dass wir auch den hohen Geschwindigkeiten mit dem hohen Gewicht dann eben gerecht werden können. Wir haben hier, das sieht sehr wunderlich aus, das ist nochmal eine Scheibe, damit mein Inline-Partner eben auch einen besseren CW-Wert hat. Ja, wir haben einen speziellen Lenkungsdämpfer, der ist ganz wichtig. Den kann man 18-fach einstellen in der Druckstufe. Und wenn ich das jetzt ganz leicht stelle, dann ist er viel leichter zu, viel nervöser. Und wenn ich den dann also auf ziemlich hart stelle, dann springt das Vorderrad nicht so, der Lenker springt nicht so. Hier hinten haben wir dann ein Gestell montiert. Der Jürgen hält sich mit den Händen hier fest, ist mit den Unterarmen in den Griffschalen und kann notfalls dann auch mit den Knien, wenn die Eisblöcke wegbrechen oder irgendetwas ist, kann er dann über diese Stange sich dann fixieren. Wir sind natürlich mit Sprechfunk verbunden, sodass er mir immer sagen kann, wenn er ein Problem hat. Und ich kann dann darauf reagieren. Das Eis, auf dem Jürgen fährt, ist eine Spezialanfertigung. Um mehr Festigkeit zu erlangen, wird dem Eis Sauerstoff entzogen. Es muss leicht antauen, weil zurzeit haben wir ca. 12 Grad minus bei dem Eis. Und ich kann es erst bearbeiten, wenn es im Prinzip abgekühlt ist auf minus 6 Grad. Weil dann ist die Festigkeit gegeben. Und Kai fährt jetzt den Eisklotz runter
in den Startbereich und dann werden wir das Eis dort erstmal ruhen lassen, um es nachher zu sägen, zu bohren und halt dann auch die Skibindung zu montieren. Aber wie gesagt, das Eis braucht erstmal Ruhe. Also auf der Höhe. Genug Zeit für Elmar und Jürgen, die Strecke kurz vor ihrem Weltrekordversuch zu checken. Jede noch so kleine Unebenheit kann bei Geschwindigkeiten von über 200 km/h zu einem gefährlichen Risiko werden. Es ist nicht optimal, es sind Risse drin und es sind auch ein kleiner Buckel drin. Und je nachdem, wenn du da mit 150, 200 Sachen mit dem Eisklotz drüber gehst, hebst du förmlich ab. Es haut sich aus den Füßen raus und da muss Elmar natürlich reagieren, auch lenkradtechnisch, weil ich muss mich dann schon auch 100% auf ihn verlassen. Dass wir da nicht ins Trudeln kommen. Um die Reibungswiderstände des groben Asphalts zu minimieren, gleitet Jürgen mit den Eisblöcken auf einem Wasserfilm. Ein Restrisiko besteht immer, gerade in diesem extremen Gefilde, wo Elmar und ich uns aufhalten. Aber wir machen sehr, sehr viel auch im privaten Bereich zusammen. Und da ist wirklich eine sehr große Freundschaft entstanden. Und wenn so eine Freundschaft da ist, ist auch das gewisse Vertrauen da. Ein Satz nur, wir müssen uns blind aufeinander verlassen können. Der Wettergott meint es heute gut. Konstanter Rückenwind bei 25 Grad. In der Hitze hat das Eis die optimale Temperatur schon früher erreicht als erhofft. Eigentlich müssen jetzt die Bindungen montiert werden, aber die Strecke ist noch nicht fertig. Das Duo will auf diesem einen Kilometer langen und gerade mal 1,50 Meter breiten Wasserfilm fahren. Nicht ungefährlich. Für mich als Motorradfahrer ist das natürlich suboptimal. Aber wie gesagt, wir müssen Kompromisse eingehen und der Jürgen braucht den Film auch zum Losfahren, dass er den Reibungswiderstand eben reduziert. Das Eis ist empfindlich. Ist es zu kalt, bricht es, ist es zu warm, dann halten die Schrauben nicht. Und wir haben jetzt eine Temperatur erreicht, wo wir so allmählich loslegen sollten. Und gehen wir davon aus, wenn jetzt gleich das Auto runterkommt mit dem Wasser, können wir loslegen. 8 Jahre lang haben die beiden an der Umsetzung dieses Weltrekordversuches getüftelt. Heute soll es soweit sein. Die Schrauben, mit denen die Skibindungen befestigt werden, waren bis eben im Tiefkühlfach. Sind sie zu warm, schmilzt das Eis und sie halten nicht. Die Anspannung vor dem Start ist enorm. Let's do it! Let's do it! Der wahnsinnige Weltrekordversuch. Auf Eisblöcken stehend will Jürgen Köhler 200 km/h erreichen, gezogen von einem Motorrad. Fahrer der Zugmaschine, Mr. Hayabusa. Let's do it! Let's do it! Ein kritischer Moment ist der Start. Damit sich Jürgen festhalten kann, fährt Elmar im zweiten Gang an. Der Start ist geglückt. Jetzt heißt es 1000 Meter Vollgas. In Jürgens Körper ist jetzt jeder Muskel angespannt. Anker werfen mit Mann im Schlepptau. Gerade mal 200 Meter bleiben Elmar, um den Eisexpress zu stoppen. Dann das Messergebnis. Haben Sie die 200er-Marke geknackt? 198,18. Scheiße, ne? Das war der Start. Das ist ja wie ein Krimi. 1,18. Heile Sacker. Der hätte unterwegs immer pupsen müssen, ne? Ja. Mann! Was, 2,1,5 km/h fehlen, oder was? Wie viel war das genau? 100? 198,18. Scheiße, ne? Ja, da habe ich unten getrödelt. Ja, der Start ist also nicht so berühmt gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich im zweiten starte, hat es der Jürgen leichter, sich in der Startphase zu stabilisieren. Das ist genau das Gegenteil gewesen. Er hat dann das Gleichgewicht verloren, hat mich dann wieder gezogen, Ursache und Wirkung. Dann musste ich den Schlenker ausgleichen und das hat sich dann hochgeschaukelt, dass der Jürgen beinahe zur Seite weggeschleudert worden wäre. War schon heavy. Ich musste wirklich alle Kraft zusammenreißen. Aber so im zweiten Drittel lief es eigentlich ganz gut und ich war wieder relativ sicher am Fahrzeug dran. Jetzt werden wir noch 50 Meter den Start zurückverlegen.
Elmar spielt jetzt alle Karten aus. 50 Meter mehr Anlauf, mehr geht nicht. Dann ist die Landebahn zu Ende. Um am Start schneller auf Speed zu kommen, fährt Elmar jetzt im ersten Gang an. Riskant für Jürgen, der hinter dem Bike enormen Belastungen ausgesetzt ist. Wirklich nicht gut. Mein Kreislauf hat auch nicht mehr mitgespielt, weil in dem Moment hast du so einen Adrenalinüberschuss, dass dein Körper halt nicht mehr mitspielt. Und das war eigentlich ein absoluter Zusammenbruch, den ich eben hatte. Es war aber auch eine Riesenfreude, die ich dabei hatte. Und ich bin froh, dass ich es mit dem Elmar heil überstanden habe. Ich weiß gar nichts momentan. Ich bin ein bisschen was durch den Wind. Ich bin ein bisschen was durch das Eis. Den kannst du jetzt nicht mehr bremsen, der flippt jetzt aus. Da fiel mir schon ein Stein vom Herzen. Das war ein ganz großer Stein. Das war der Punkt, wo wir sagten, hey, jetzt haben wir all die Arbeit, haben wir unseren Lohn bekommen für all die Arbeit. Das war schon eine saubere Sache. Nach 8 Jahren Arbeit für dieses Projekt werden die beiden mit einem Weltrekord belohnt. Ich hab gewusst, das war doch ein guter. Ich hab gedacht, wir wären zu langsam. Ich hab kein Gefühl. Leck mich fest. 209,15 km/h, Leute. Ich bin wirklich überglücklich, froh, dass wir es geschafft haben. Und ich glaube, jetzt habe ich mir gleich mal ein schönes Kölsch verdient. Werde den ganzen Tag heute mal schön ruhig sacken lassen. Und ihr könnt gespannt sein. Der letzte Weltrekord war es nicht. Elmar und ich haben noch einiges vor. Und das auch dieses Jahr. Glaubt's mir.